Machen wir erstmal leicht, weil ich habe das noch nicht durchgespielt. Also ich werde das auch blind spielen, also. Wow. Ja. Hey, was gähnst du so? Ist dir langweilig? War eine kurze Nacht. Ups. Warst du hier in der Bar am Dom oder wo hast du dich rumgetrieben? Von wegen rumgetrieben. Ich hatte Zahnschmerzen. So, wie kommt das? Ich dachte, ich muss da auch rum. Das habe ich ab und zu. Ich müsste mir eigentlich einen Zahn ziehen lassen. Ah, verstehe. Du gehörst zu der Sorte, die für den Adrenalinkick nichts auslassen, aber das Flattern kriegen, wenn sie zum Zahnarzt müssen. Haha. Ich mag nur das Geräusch von diesen Bohrern nicht. Na, dann erledigen wir das eben auf die harte Tour. Harte Tour? Du, ich finde sicher einen Schläger, den ich aufmischen kann und du hältst deine Kauleiste hin. Sehr witzig. Semir, Ben, habt ihr die Lausche auf Empfang? Hey Hartmut, was gibt's Neues aus der KTU? Wir haben den Unfallwagen unter die Lupe genommen. Naja, das, was gestern davon übrig geblieben ist, der Wagen ist ziemlich ausgebrannt. Ja, Hartmut, das wissen wir. Habt ihr was über den Fahrer rausgefunden? Das war eine ziemlich schwierige Aufgabe. Hartmut, jetzt mach's nicht so spannend. Ja, wir haben den Toten identifizieren können. Habt ihr den Bericht fertig? Liegt schon bei eurer Chefin auf dem Tisch. Dann ist der Fall doch abgeschlossen. Das Unglück gestern war sicher ein Unfall. Aber das ist keine Erklärung dafür, dass wir im Wrack auch Einschusslöcher gefunden haben. Hast du gerade Einschusslöcher gesagt? Ja, im Kofferraum, Kotflügel, selbst die Heckscheibe ist durch ein Projektil zersplittert, noch bevor der Unfall passiert ist. Tja, das klingt nicht, als wäre der Fall abgeschlossen. Ich wusste doch, dass euch das brennend interessiert. Ja, Hartmut, wir sind Feuer und Flamme. Ja, danke, Hartmut. Wir sehen uns den Bericht an. Wollen wir zum Revier? Mal hören, was die Chefin dazu sagt. Also ich denke, wir sollten ermitteln. Das denke ich auch. Zum wiederholten Male. Jetzt spielen wir aber richtig. Ich glaube, ich will das auch ein bisschen... Ich will das auch rausschneiden. Die Einstellung. Weil ich will euch ja nicht langweilen. Und... ja... los geht's mit den Chaos-Polizisten. Ich guck den Film auch ganz gerne, also die Serie so. Ich finde das Game auch gar nicht schlecht. Bäh! Autsch! Der kam aus heiterem Himmel, der Wagen. Quietsch! Erste Mission. Guckst du weiter? Cobra 11, bitte komm! Wo steckt ihr? Wir parken gerade nur wenige Meter vor deinem Schreibtisch. Ihr braucht gar nicht erst auszusteigen. Die Chefin ist zur Wohnung des Verunglückten gefahren. Ihr sollt schnellstmöglich nachkommen und euch unbedingt bei ihr melden, bevor ihr dort ankommt. Verstanden, Ende. Sind schon unterwegs. Ja. Semir, Ben, hier in der Wohnung des Verunglückten gibt es keinerlei Hinweise auf Angehörige, Bekannte oder Freunde. Die Einrichtung ist sehr karg, keine Andenken und Souvenirs, keine Anzeichen einer Vergangenheit. Chefin, das klingt irgendwie nach einer falschen Identität. Den Eindruck habe ich auch. Reden wir später drüber. Als ich vorhin hier ankam und die Wohnung betreten habe, ist mir ein Wagen aufgefallen. Der passt sehr genau zu der Beschreibung des Wagens, den nach Zeugenaussagen der zweite Raser gefahren hat, bevor der Unfall passiert ist. Der ist doch längste Weile Berge. Er parkt am Straßenrand. Scheint so, dass mich der Fahrer beobachtet. Vielleicht wartet, dass ich die Wohnung wieder verlasse. Dann bleiben Sie besser in der Wohnung. Wir sind gleich da und dann nehmen wir uns den Mann zur Brust. Steht er denn wenigstens im Parkverbot? Nein, und ich denke, wir sollten ihn erst nur beobachten und abwarten, was er tut, wenn ich die Wohnung wieder verlasse. Ah, dann halten wir Abstand. Ja, ich spiele den Lockvogel. Behalten Sie ihn unauffällig im Auge. Geht klar, Chefin.
Ja. Eigentlich ist das Game wieder was für mich, weil da brauche ich nicht viel reden, weil die quatschen ja so viel nebenbei im Spiel. Aber... naja. Nee, ich habe das Spiel schon mal gespielt, nur... ich habe das halt nicht zu Ende gespielt, weil ja, aus verschiedenen Gründen einfach. Guckst du weiter? Chefin, wir sind in Position, Sie können losfahren, Ende. In Ordnung. Sieh an, der Typ folgt der Chefin. Dann folgen wir ihm. Chefin, geben Sie ruhig mal ein bisschen Gas. Mal sehen, ob er versucht, an Ihnen dran zu bleiben. Langweilig, so eine Verfolgung. Awesome. Kunstfahren bei dem Verkehr hier. Ich fahre jetzt zum Revier. Okay, wir bleiben an ihm dran. Sieh mir, ich glaube, jetzt hat er es gecheckt, dass die Chefin ihn gelockt und wir ihn beschattet haben. Anschnallen, er gibt Gas! Das wird ihm aber nichts nützen. So höflich angeklopft? Warum hält er denn nicht an? Ja, ich hätte halt keine Lust, mit uns zu plaudern. Ja, und ich habe keine Lust, dem ständig hinterherzufahren. Ja, na dann ausbremsen, ins Heck fahren, zum Schleudern bringen, vorhin setzen, an der Weiterfahrt hin und höflich, aber bestimmt zum Kaffee einladen? Sehen wir, das klingt absolut professionell. So machen wir das. Yo! Professionell gestoppt! Ja, da wollen wir uns mal mit unserem Freund unterhalten. Mhm. Weiter geht's im Geschäft. Die Chefin. Semir, Ben, habt ihr was über den Verdächtigen? Wir haben ihn zur Rede gestellt. Als Raser im Zusammenhang mit dem tödlichen Unfall gestern kommt er leider nicht in Frage. Er hat ein wasserdichtes Alibi, das wir schon überprüft haben. Zu dem Zeitpunkt hat er eine ambulante OP. Es muss sein Wagen gewesen sein, aber er saß nicht am Steuer. Während seiner OP war der Wagen in der Werkstatt und da werden wir uns jetzt mal erkundigen, ob jemand eine rasante Testfahrt gemacht hat. Warum hat er mich denn an der Wohnung beobachtet? Er war angeblich dort, weil ihm jemand privat eine Digitalkamera verkaufen wollte. Chefin, er hat sie dann ins Haus gehen sehen und gewartet, ob sie kurz darauf wieder rauskommen. Dann hat er tatsächlich auf mich gewartet. Naja, er meinte, dass er sie ziemlich sexy fand, war neugierig und ist ihnen deshalb auch gefolgt. Es wurde ihm zu heiß, als sie ihren Wagen dann am Polizeirevier abgestellt haben. Schließlich hat er auch gedacht, wir würden ihn verfolgen, weil er sie verfolgt hat und sie die Polizei informiert hätten. Naja, Chefin, nix für ungut. Ich finde sie ja auch verdammt sexy, aber für mich klingt die Geschichte schon ein bisschen holprig. Ben, danke für das Kompliment, aber ich gebe Ihnen recht, dass die Geschichte seltsam klingt. Mal sehen, ob uns die Visite bei der Werkstatt weiterbringt.